Du hast noch einen festen Job und möchtest aber dich nebenbei selbstständig machen, ein Unternehmen gründen? Nun, dann zeige ich dir heute auf in 5 Schritten, wie du dein Ziel erreichen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen hunderte von Menschen zu uns und wollen sich selbstständig machen, ihr Unternehmen gründen. Und einige davon machen das auch nebenberuflich, sprich sie haben einen Job. Und ich werde dir heute zeigen, nicht nur, wie du in der richtigen Reihenfolge du vorgehen kannst, sondern welche Fördermittel du dafür auch noch nutzen kannst. Der erste Punkt betrifft deine Zulassung und deine Anmeldung. Dafür haben wir ein separates Video hier im Kanal. Aber auf jeden Fall heißt es für dich, zum Finanzamt zu gehen, deine Steuernummer zu beantragen. Und wenn du ein Gewerbetreibender bist, dann gilt es auch noch zum Gewerbeamt zu gehen. Und hast du ein Handwerk, dann zur Handwerkskammer. All diese Informationen findest du in unserem separaten Video Anmeldung und Zulassung. Für den zweiten Schritt ist es wichtig, dass du auch die Rechnungswesen-Voraussetzung schaffst. Also, dass du nicht nur eine Steuernummer hast und einen Rechnungsbogen, sondern dass du auch ein separates Konto hast, was getrennt ist von deinem privaten Konto. Denn irgendwann wird für dich auch das Thema der Buchhaltung und der Jahresabschlüsse relevant und das ist leichter, wenn du auf dem Kontoauszug nur geschäftliche Bewegungen hast. Und das Zweite, was du dann noch brauchst, ist eine Kasse. Ob das eine virtuelle Kasse ist oder ein Kassenbuch, ist völlig egal, aber du wirst Bargeldgeschäfte haben, die auch abgebildet werden müssen. Der dritte Punkt ist selbstverständlich auch deinen Marktauftritt zu gestalten. Also dazu gehört Corporate Design, Corporate Identity zu bestimmen. Ganz einfach zumindest einen Firmennamen zu haben, vielleicht schon ein kleines Logo. Und dann erstellst du einen Rechnungsbogen, einen Briefbogen, eine kleine E-Mail-Signatur, eine Visitenkarte und vielleicht auch schon eine kleine Website. Und was heute Standard ist, dass du auch in den sozialen Medien einen Auftritt hast, dass du eine Facebook-Seite vielleicht hast, eine Instagram-Seite, vielleicht einen YouTube-Kanal, sodass, wenn die Menschen dich suchen, dich auch finden und wissen, wer du bist und wofür du stehst. Der vierte wichtige Punkt ist das Thema der Fördermittel. Die meisten ahnen gar nicht, dass sie selbst im Nebenerwerb Fördermittel beantragen können und auch Zuschüsse. Zum Beispiel hat eine unserer Gründerinnen einen festen Job gehabt, nebenbei ein Unternehmen gegründet, Mitarbeiter eingestellt und dann auch von der KfW das Programm Startgeld bekommen. Denn du bekommst auch als Gründerin im Nebenerwerb, als Gründer im Nebenerwerb bis zu 100.000 Euro Finanzierungsmittel, wenn du es vorhast, in den nächsten 5 Jahren in den Vollerwerb zu wechseln. Als zweites Förderprogramm für dich kommt ein Zuschuss in Betracht. Denn selbst wenn du angestellt bist und nebenbei ein Gewerbe gründest oder eine Selbstständigkeit gründest, dann kannst du Fördermittel für Beratung beantragen. Und das ist nicht wenig. Der Förderwert liegt bei 8.000 Euro und du kriegst dann mindestens einen Zuschuss von 50 oder sogar bis 80% der Beratungskosten. Und Zuschuss bedeutet in diesem Fall nicht rückzahlbar. Du kriegst also ein Geschenk für die Beratung deines Unternehmens im Nebenerwerb. Das Beratungsförderprogramm, das dir Zuschüsse gibt für die Beratung, das lautet Förderung unternehmerischen Know-hows. Und der Mittelgeber, die Stelle hierfür in Deutschland, ist die BAFA. Und die verwaltet letztendlich Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds aus Brüssel. In den meisten Bundesländern gibt es zusätzlich noch Mikrokredite, die dann einen Finanzierungsbedarf von unter 25 oder unter 20.000 Euro abdecken können. Aber für all diese Projekte, fürs KfW-Startgeld und auch für die Mikrokredite, aber auch für dich selbst brauchst du einen Finanzplan. Und das ist der fünfte, das ist der wichtigste Punkt. Denn nur mittels eines Finanzplans, der über 3 Jahre in die Zukunft reicht, wo du alle Umsätze kalkuliert im Verhältnis setzt zu den Kosten, zu den Variablen, zu den Fixkosten und vielleicht sogar Personalkosten. Erst wenn du diesen Plan gemacht hast, dann kannst du auch erkennen, ob du in der Zukunft ein Hobby aufbaust und ewiglich Geld mitbringen willst oder ob du kostendeckend bist oder ob du Gewinne erwirtschaftest. Und das Beste ist natürlich, und davon gehe ich aus, dass du auch im Nebenberuf dich selbstständig machst, um irgendwann davon leben zu können. Und dazu brauchst du einen Finanzplan. Und dabei können wir dir auch helfen, wenn du einen Gutschein nutzt für ein kostenfreies Erstgespräch. Ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. In der Regel, wenn du jetzt noch angestellt bist, hast du einen Arbeitsvertrag. Und dein Arbeitgeber darf dir zwar nicht verbieten, dass du dich im Nebenberuf selbstständig machst, aber auf der anderen Seite kann er Einschränkungen und auch erstmal ein Genehmigungsverfahren durchlaufen mit dir. Das bedeutet, du stellst erstmal den Antrag auf Erlaubnis durch den Arbeitgeber. Und wenn es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt oder dass deine Leistungsfähigkeit in Frage gestellt ist durch deine Nebentätigkeit, weil du freitags bis sonntags als DJ arbeitest, dann darf dein Arbeitgeber dir das nicht verbieten. Aber schlimm wäre es, wenn du, ohne mit dem Arbeitgeber zu sprechen, diese Schritte durchläufst, er das dann rausfindet und du damit dein Arbeitsverhältnis dann aufs Spiel gesetzt hast. Wie du siehst, sind die 5 Schritte schnell gemacht und in der Regel kosten die auch weniger als 100 Euro, es sei denn, du bist Handwerker und musst zur Handwerkskammer deine Eintragung vollziehen.
Der längste Schritt ist natürlich der Finanzplan. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, deine Geschäftsidee zu entwickeln und auch zu bewerten, um zu gucken, ob die Investition von Zeit und Geld dort sinnvoll ist, dann kannst du jetzt gerne einen Gutschein runterladen, nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.